weiße Nebelwallen. Frostig klirrt die Luft. Ja, ja, das ist zu poetisch im Chipsautomaten. Eine einzige, eine allerletzte Chipstüte ist noch drin. Komm schon! Die will aber nicht rauskommen. Da hilft auch kein Wackeln, Treten, Rütteln. Der Automat bleibt stur und Richie hungrig. Tja, dann kommt jetzt eben Plan B. Ah, Vincent. Vincent hat immer Essen in seiner Höhle. Aber Vincent ist ein Bär. Reizbar und gefährlich. Nein, dumme Idee. Ganz dumme Idee. Der Hunger siegt. Und das Wissen, dass Vincent noch Winterschlaf hält. Vorsichtig schleicht sich Richie in die Bärenhöhle. Ein Berg leckerster Leckereien türmt sich vor ihm auf. Essen im Überfluss. Paradiesisch. Nur so viel, wie du brauchst. Nur so viel, wie du brauchst. Richie braucht aber alles. Auch den Leiterwagen in der Ecke, damit er die Bärenvorräte abtransportieren kann. Das klappt prächtig. Vincent wacht nicht auf und Richie ist schon fast aus der Höhle heraus. Da entdeckt er noch etwas. Was? Meine Lieblingschips-Kartoffelettis? Diese Chips hält der Bär jedoch mit der Pranke fest. Richie zögert nur kurz, dann zieht er die Kartoffelettis unter Vincents Arm heraus. Komm schon. Geschafft. Der Bär schläft weiter. Leider kann Richie seinen Lieblingschips nicht widerstehen und nicht warten. Richie? Nein? Wir haben noch nicht Vollmond. Du hast mich eine Woche zu früh geweckt. Da entdeckt Vincent den voll beladenen Leiterwagen. Oh nein! Sag jetzt nicht, du bist wirklich so bescheuert, dass du da gerade versuchst, mir meine Sachen zu klauen. Richie, dafür muss ich dich platt machen. Ich bin verzweifelt und muss meine Familie durchbringen. Du hast gar keine Familie. Ich bin eine Ein-Mann-Familie. Na schön, warte. Richie weicht zurück. Hör zu, die Sachen sind noch in der Höhle. Also, genau betrachtet, auch nicht gestohlen. Schlaue Ausrede, aber der Leiterwagen macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Oh nein! Er rollt voll bepackt aus der Höhle hinaus, den Hang hin. Nein! Nicht so schnell! Bleib still! Auf der Straße bleibt der Leiterwagen tatsächlich stehen. Das war knapp. Aber der Truck nicht. Der Laster hinterlässt ein Trümmerfeld. Richie fliegt. Auf dem Rastplatz ist die Flucht zu Ende. Bitte, warte, ich kann dir alles wieder beschaffen! Hilflos zappelt er in der Bärenpranke. Doch, wirklich. Wenn du mich frisst, dann musst du es selber tun. Aber ich kann das organisieren, und zwar alles. Auch mein rotes Mägelchen? Ein röteres, ouch. Und die blaue Kühlbox? Blaue Kühlbox habe ich auf der Liste. Und sie muss blau sein? Ja, und ich will meine Kartoffelettis. Ich bin verrückt danach, denn man kann von Kartoffelettis niemals genug kriegen. Wie war... geradezu schmerzhaft, war. Und ich sag dir was, ich besorg dir eine Riesenfamilien-Picknickpackung Größe XXL. So was gibt es? Also ich bin mir ziemlich sicher. Also schön, Richie. Ich hau mich jetzt wieder aufs Ohr. Und wenn Vollmond ist, dann wache ich auf und finde alle meine Sachen genau an dem Platz, wo sie waren. Aber das ist nur eine Woche. Vollkommen unmöglich für einen allein. Eine Woche ist perfekt. Ich hol mir Hilfe. Bei Vollmond alle meine Sachen. Und komm nicht auf die Idee abzuhauen. Wenn du das machst, dann jage ich dich, bis ich dich habe und mach dich fertig. Richie hat jetzt mächtig Ärger an der Backe. Frustriert plumpst er gegen den Chipsautomaten. Und Glück im Unglück, die Auslöser der Katastrophe kommen endlich raus. Aber wie kann er seinen Kopf retten? Da flattert ihm der Prospekt eines Supermarktes ins Gesicht. Da gibt es all die Sachen, die Vincent zurückhaben will. Kaufen kann Richie sie natürlich nicht, aber bestimmt irgendwie organisieren. Er macht aus dem Prospekt eine Liste, stopft sie in die Golftasche zu seinen anderen Habseligkeiten und marschiert los, an der Straße entlang, immer der Nase nach.
So kommt er zu einer großen Werbetafel. Reklame für eine neue Wohnsiedlung. Darauf ist eine Frau mit einer blauen Kühlbox. Ihr Weg zu einem guten Leben. Das ist ein Wink des Schicksals. Jetzt hat Richie ein Ziel. Gut, Richie können wir jetzt erstmal allein weitermarschieren lassen. Und ich mache euch mit ein paar anderen Tieren bekannt. Oh, das ist kalt, so kalt. Das ist Vern, ein Schildkrötenmännchen. Schneetropfen haben ihn unsanft aus seinem Winterschlaf gerissen. Die einzige Stelle, an der ich keinen Panzer habe. Blinzelnd krabbelt er aus einem hohlen Baum. Hemmi, ich muss Pipi machen. Hemmi ist ein Eichhörnchen. Und er ist schnell. Aber nicht in den See, aus dem trinken wir. Na los, kommt schon, die anderen. Es ist Frühling. Und das heißt, wir haben viel zu tun. Ha, fertig. Rasend schnell. Nein, doch nicht. Warte. Jetzt macht schon, Leute. Hoch mit euch. Oder muss ich erst reinkommen? Vern braucht Unterstützung. Und dafür sorgt Stella, die Stinktierdame. Ihr solltet lieber auf ihn hören. Ich habe nämlich den ganzen Winter über was zurückgehalten. Und das lasse ich jetzt gleich raus. Verlassen alle den Baumstamm. Denn Stellas Stinktierpupse sind berühmt und berüchtigt. Danke, Stella. Oh, alle aus dem Baujagen, das kann ich mit links hören, ist eine meiner leichtesten Übungen. Jetzt sind endlich alle wach. Und ich kann euch den Rest der Truppe vorstellen. Die da über die Lichtung toben, das sind drei niedliche, aber anstrengende Stachelschweinkinder. Und hier kommen ihre Eltern, Penny und Lou. Oh, Jenny. Wow, du siehst um die Augen rum etwas geschafft aus, Schatz. Bucky und Quillo waren alle 3 bis 4 Wochen wach und Spike hat mich andauernd gepiekst. Ja, er ist okay. Ganz schön stark. Wer fehlt noch? Ossi. Ossi ist ein Opossum und er spielt mal wieder totes Opossum. Reglos liegt er auf dem Boden. Was reicht jetzt? Dad, das war nur Schnee. Seiner Tochter Heather ist das ganz schön peinlich. Aber es hätte auch ein Raubtier sein können. Sich immer gleich totstellen, ist das nicht ein bisschen tragisch? Heather, wie oft muss ich das noch sagen? Wir Opossums machen das nur mal so, wenn Gefahr droht. Wir sterben, um danach weiterzuleben. Tja, der Frühling. Endlich kann man liebgewordene Gewohnheiten wieder aufnehmen. Oder auch neue Vorsätze fassen. Dieses Jahr wird es wirklich Zeit, dass wir einen guten Mann für dich finden. Einen guten Mann? Einen guten Mann? Toll, jetzt geht das schon wieder los. Warum meinen immer alle, ich brauche einen Mann, hä? Ich sehe aus wie ein Nest und stinke wie ein ganzer Sumpf. Also wenn du einen Kerl findest, der anständig ist, gut mit Kindern umgehen kann und keinen Geruchssinn hat, dann ruf mich an. Nun ja, nach so einem Winterschlaf sind alle ein bisschen aufgedreht. Aber vor allem sind alle hungrig. Wo ist das Futter? Ist da was zu essen? Ich hab Kohldampf! Also ist da was zu futtern da? Hä? Wir haben alles aufgegessen, Hemmi. Über den Winter. Also müssen wir uns etwas Neues besorgen. Oh, richtig! Ich hab mir extra bei Müsli den Wald vergraben. Bin gleich wieder da. Bis dann! Das Turbo-Eichhörnchen rast davon. Seine Nüsse findet es nicht. Aber es findet etwas anderes. Etwas, das es noch nie gesehen hat. Aufgeregt flitzt Hemmi zur Lichtung zurück. Was das bedeutet? Ein Moment noch, Hemmi. Also, was ich damit andeuten will... Ich bin noch nicht fertig, Hemmi. Wenn du schon wieder musst, dann geh doch. Okay, jedenfalls haben unsere Vorräte nur knapp gereicht. Und deshalb müssen wir den Baumstamm dieses Jahr unbedingt... Bis ganz oben zum Rand füllen. Ganz genau. Okay, Hemmi? Hä? Was ist... Was soll sein? Du wolltest mir doch irgendetwas sagen. Hm? Oh, was warst du? 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 Hm? Wartet, es liegt mir schon auf der Zunge. Ach ja, da vorne so was Merkwürdiges, was ich noch nie gesehen habe. Richtig unheimlich. Kommt mit. Okay, Sitzung beendet wegen einem merkwürdigen, unheimlichen Ding. Na dann los. Hemmi, wo ist dieses merkwürdige Ding? Oh. Das merkwürdige Ding ist eine Hecke. Sie ist hoch und breit. Hat kein Anfang und kein Ende. Und sie war letztes Jahr noch nicht da. Was ist das für ein Ding? Heather, nein! Ich hab Angst, ich auch, Mama. Ist schon gut. Das ist nur... Wie heißt das Ding, Lou? Vern? Das ist offensichtlich eine bestimmte Art von Busch. Ich hätte sehr viel weniger Angst davor, wenn ich wüsste, wie es heißt. Nennen wir es Hugo! Hugo? Ist doch ein hübscher Name. Hugo, er hört sich nett an. Ja, vor Hugo habe ich gleich viel weniger Angst. Ossi sinkt auf die Knie. Oh, großer, mächtiger Hugo. Was möchtest du von uns? Ich glaube nicht, dass das Ding sprechen kann. Es gibt nur eine Möglichkeit, um herauszufinden, was das für ein Ding ist. Und was es damit auf sich hat. Ich werde das untersuchen. Mutig marschiert Vern auf die Hecke zu und... Ah!
ist verschwunden. Hugo hat Vern aufgefressen. Na schön, Hugo. Du hast es nicht anders gewollt. Stella will eine Stinkbombe abfeuern. Sie hebt den Schwanz. Stella nicht. Ich wurde nicht gefressen. Ich bin nur gestolpert. Ihr bleibt einfach alle da, wo ihr seid, und ich gehe jetzt rüber auf die andere Seite. Vorsichtig schleicht Vern weiter und landet in einem Garten. Dahinter steht ein Haus, in dem Menschen leben. Alles ist ihm fremd und unheimlich. Trotzdem schleicht Vern weiter. Er stolpert schon wieder, diesmal über einen Rasensprenger, der wie eine Kröte aussieht. Hey, du kleiner Freund! Der Krötensprenger schießt einen Wasserstrahl ab. Vern wird gegen einen Grill geschwemmt. Das Grillbesteck verfehlt ihn um Haaresbreite. Aber ein Grillmesser trifft den Wasserschlauch. Eine Wasserfontäne schießt in die Höhe, reißt Vern mit und schleudert ihn in ein Spielzeugauto. Das Spielzeugauto saust mit Vern gegen einen Bordstein. Vern macht einen Salto und bleibt benommen. Da rasen Kids auf Rollerskates und mit Hockeyschlägern auf ihn zu. Schnell rollt er sich zu einer Kugel zusammen. Fehler. Jetzt verwechseln ihn die Kids mit einem Puck. Guter Schlag. Vern fliegt in hohem Bogen durch die Luft und landet auf der anderen Seite der Hecke. Was ist das? Vern? Oh, Jemini. Vern, schnell zu ihm. Was war denn da drüben? Gruselige, rosarote Zweibeiner. Die müssen wir in unseres Winterschlafes hergekommen sein. Es war grauenhaft. Du hättest sterben sollen. Man muss sich nur auf den Boden schmeißen und sterben. Dad. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Der halbe Wald ist verschwunden. Die großen Eichen, die vielen Beerensträucher, die sind alle einfach verschwunden. Oh, Jemini. Und was sollen wir jetzt essen? Wie sollen wir denn jetzt überleben? Während Vern und seine Familie den Ernst der Lage besprechen, werden sie beobachtet. Futtersammler. Von Richie, den die Suche nach der blauen Kühlbox und all den anderen Sachen für den Bären hierher verschlagen hat. Eins weiß ich genau. Uns passiert nichts, solange keiner von uns nochmal auf die andere Seite von Hugo geht. Man nennt das eine Hecke und man muss davor keine Angst haben, mein amphibischer Freund. Richie klettert von einem Baum herunter. Ich bin ein Reptil, um genau zu sein. Aber schon gut, den Fehler machen viele. Und du bist, Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Ich bin Richie. Aus seiner Golftasche holt er ein Prospekt der neuen Siedlung. Ich denke, ich kann ein bisschen Licht in die Sache bringen, damit ihr wisst, was es mit dieser Hecke auf sich hat. Also, was früher bloß Wildnis war, ist heute ein von Menschenhand geschaffenes, vollklimatisiertes 21 Hektar großes Paradies. Er klappt den Bebauungsplan auf. Bis auf dieses klitzekleine Fleckchen. Dort befindet ihr euch. Vern und seine Freunde sind umzingelt. Von Menschen. Nein, das ist doch gut. Ihr seid Winterschläfer, oder? Und ihr sammelt jede Menge Futter für den Winter und lagert es. In diesem Baumstamm? Hammy. Wirklich? Eine Frage. Wie lange braucht ihr, um, ihr wisst schon, den Baumstamm zu füllen? 274 Tage. Schafft ihr das auch in einer Woche? Vollkommen unmöglich. Nicht, wenn wir zusammenarbeiten. Es ist doch so, ihr seid Experten im Futtersammeln, ich verfüge über das Know-how und die haben das Futter. Wie viel Futter? Haufenweise Futter, bergeweise Futter. So viel, bis es euch hinten wieder rauskommt. Ach, weißt du, irgendwelches Futter, das einem hinten gleich wieder rauskommt. Ich glaube, daran haben wir kein Interesse. Außerdem der Schwanz zittert. Warum sagst du das? Der Schwanz? Moment. Der was macht was? Immer wenn ich ein ungutes Gefühl habe, dann zittert mein Schwanz. Und bei allem, was du bisher gesagt hast, hat mein Schwanz vollkommen verrückt gespielt. Das liegt nur daran, weil du ohne Fremdenführer drüben warst. Wie du meinst, danke für deinen freundlichen Besuch. Wir haben kein Interesse. Ihr habt kein Interesse an den köstlichsten Dingen, die ihr je gegessen habt? Nein! Jetzt hilft nur noch eins. Okay. Richie holt seine Chips-Tüte. Alles klar. Schon verstanden. Dann ist das hier auch nichts, wofür ihr offen seid. Ein überwältigender Geruch weht über die Waldtiere hinweg und haut sie um. Was ist denn das? Das, mein Freund, ist eine Zaubermischung aus Maismehl, getrocknetem Käse, Gewürzextrakten, Konservierungsmitteln und dem guten alten Glutamat. Auch bekannt als Chips mit Nacho-Käse-Geschmack. Richie gibt jedem eine Kostprobe. Ehrlich, Vern. Er gibt ihnen alle Chips. Nicht, dass ihm das leicht fällt, aber es ist eine Investition in die Zukunft. Die waren gut. Das ist alles gut. Und deshalb gehen wir darüber. Heute Abend. Ja! Richie hat's geschafft. Seine Chips-Taktik hat gewirkt. Am Abend schleichen alle, auch Vern, durch die Hecke hinüber in die Siedlung. Willkommen in der Vorstadt.
Der Garten ist menschenleer, genau wie Richie es geplant hat. Und er kennt sich hier aus. Schnell schaltet er die Beleuchtung und die Sprinkleranlage an. Die Show beginnt. Wasserfontänen steigen empor, vom Licht angestrahlt und verzaubern die Waldtiere. Oh jemine! Was macht der Schwanzwal? Hör zu, wenn jemandem aus dieser Familie irgendetwas passiert, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich. Sieh mal, was sie für einen Spaß haben! Dafür übernehme ich die Verantwortung. Richie nutzt die allgemeine Euphorie und führt die Truppe zur Straße. Was ist denn das? Das ist ein Geländewagen. Die Menschen bewegen sich damit fort, weil sie langsam aber sicher die Fähigkeit zu laufen verlieren. Oh je, Mini, der ist aber groß. Wie viele Menschen passen denn da rein? Für gewöhnlich nur einer. Oh. Eine Frau steigt aus dem Geländewagen. Sie telefoniert. Hallo, hier ist Gladys Sharp. Schnell verstecken sich die Tiere, während Gladys Sharp, das Handy am Ohr, ihre Lebensmittel zum Haus trägt. Ihre Vorsitzende. Vom Verband der Eigenheimbesitzer. Oh je, Mini. Ruhig, ganz ruhig, keine Sorge. Das ist nur einer von diesen Menschen. Und sie haben mindestens genauso viel Angst vor uns, wie wir vor ihnen. Also, falls euch vielleicht mal ein Mensch entdeckt, schmeißt euch auf den Boden, wälzt euch hin und her und leckt euch, ihr wisst schon wo. Das finden die niedlich. Aber in der Satzung des Verbandes der Eigenheimbesitzer, die sie mit verabschiedet haben, steht, dass das Gras nur 5 cm hoch sein darf und ihres ist 6 cm. Können die jetzt nicht das Futter holen und dann abhauen? Mal ehrlich, haben die jetzt was oder nicht? Hast du es nicht gesehen? Es war in dieser Kiste. Die haben immer irgendwas zu essen dabei. Wir essen, um zu leben, aber die leben, um zu essen. Ich zeig euch am besten mal, was ich meine, Leute. Richie führt sie zu einem Fenster. Dahinter sitzt ein Mann auf dem Sofa, starrt gebannt in die Glotze und schaufelt Hamburger in sich hinein. Das Maul der Menschen wird Fressluke genannt. Der Mensch an sich heißt im Volksmund Couchkartoffel. Dann zeigt er ihnen eine Frau, die gerade den Pizzaservice anruft. Das ist ein Gerät, um Futter zu bestellen. Das ist eins von den vielen Geräuschen, die ihr Futter so macht. Das ist das Tor, durch das sie das Futter in ihren Bau holen. Das ist eines der vielen Futtertransportfahrzeuge. Die Menschen bringen sich Futter, sie holen Futter, sie verladen Futter, sie fahren es durch die Gegend und sie ziehen sich das Futter sogar an. Richie zeigt ihnen einen Grill. Damit machen sie das Futter warm. Einen Kühlschrank. Damit kühlen sie es. Eine Familie, die am Tisch sitzt. Das ist ihr Altar. Dort kauern sie und beten ihr Futter an. Und eine Frau, die sich auf einem Laufband abstrampelt. Das machen sie als Vorwand, um noch mehr essen zu können. Futter, Futter, Futter! Und, denkt ihr, sie haben genug Futter? Tja, dann täuscht ihr euch. Denn die Menschen können nämlich niemals genug kriegen. Und was machen sie mit dem Zeug, das sie nicht aufessen? Sie schmeißen es in silberglänzende Tonnen. Und zwar nur für uns. Die Waldtiere fühlen sich wie im Paradies. So jemine. Haut rein! Das ist gut, was? Und das hier ist nichts weiter als Abfall. Wartet erst mal ab, was in den Kisten, in den Päckchen und in den Dosen ist. Glaubt mir, Leute, ihr müsst euch nur an mich halten. Dann haben wir in einer Woche genug Futter, um sogar einen Bärensatz zu kriegen. Was? Ist bloß so eine Redensart. Eine Katzentür öffnet sich. Ein dicker, fetter Kater schlägt Alarm. Halt! Eindringlinge, Eindringlinge! Verschwindet gefälligst! Das lockt Frauchen Gladys vor die Tür. Was ist denn mein Baby? Sie holt einen Besen. Jetzt gibt's Ärger. Was macht ihr denn? Du hast doch gesagt, leck dich jetzt! Vergiss das! Lauf! Mach das hier! Komm! Verschwindet! Ich habe die Veranda gerade frisch gewischt! Widerliche Kreaturen! Die Tiere haben Glück. Keiner wird erwischt. Alle kommen auf der sicheren Seite der Hecke an. Atemlos und zitternd. Alles in Ordnung, Kinder, ja? Seid ihr wohl auf? Wir sind noch woanders, Futter. Wisst ihr, was ich meinte? Diese Menschen wollen uns nicht in ihrer Nähe. Was soll's? Denkt mal an das Futter. Für das Zeug lohnt es sich zu sterben, Leute. Ich will's anders ausdrücken. Nein, es geht um Leben und Tod. Du hast es treffend beschrieben. Und vielleicht wirkt unser Waldleben etwas primitiv auf einen Typ mit einer Golftasche. Was? Aber ich glaube ganz ehrlich, ich spreche für die ganze Familie, wenn ich sage, dass wir nichts damit zu tun haben, was hinter dieser Hecke ist. Oh, kommt schon. Ihr habt doch noch nicht mal die Donuts gekauft. Vern und seine Freunde haben die Schnauze voll. Sie marschieren zurück in ihren Baumstamm. Richie bleibt allein zurück. So ein Dreck. Ich hätte sie fast so weit gehabt. Am nächsten Morgen hört Richie Stimmen. Verschlafen klettert er in eine Baumkrone, guckt über die Hecke und sieht zwei Mädchen in Pfadfinderuniformen. Sie ziehen einen Leiterwagen. Ja. Einen roten Leiterwagen, voll mit Keksen. Das Schlitzohr stürmt zu Vern.
Was willst du denn hier? Ich will euch bei eurer Futtersuche helfen. Hör zu, Vern, du hast da gestern so ein Wort gesagt. Es ging um deine kleine Clique hier. Es fing mit F an. Weißt du noch, welches es war? Familie? Richtig, richtig, ja. Also jedenfalls, das hat mich tief berührt. Denn weißt du, Vern, ich hatte das früher auch alles. Mein eigenes Zuhause, im Kreise all meiner lieben Angehörigen. Eine Universalfernbedienung. Aber das ist vorbei und schuld daran ist der Rasentrimmervorfall. Oh, komm her! Schnell! Oh, ja! Hermie, das Eichhörnchen, ist total gerührt und umarmt Richie. Das tut gut, nicht wahr? Oh, Mann. Oh, je, meine Wahr. Eine Hilfskraft mehr könnten wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Ein Rasentrimmer, Wahr. Ein Rasentrimmer. Niemand merkt, dass der Waschbär nur Schauspiel hat. Ist nicht euer Problem. Ich gehe dann jetzt. Komm schon klar. Ich zieh los. Passt auf euch auf. Na gut, na gut. Hey, Richie! Richie hat es geschafft. Mit dieser Nummer hat er sogar Vern weich geklopft. Du kannst bleiben. Komm her, alter Dickkopf! Nein! Ich wusste von Anfang an, dass unter dieser harten, knusprigen Schale ein weicher Nougatkern steckt. Darf ich dich vielleicht Onkel Vern nennen? Nur über meine Leiche. Schön. Kann ich mit Hemi zusammenarbeiten? Richie wartet gar nicht erst auf eine Antwort. Er schnappt sich Hemi und zieht los. Willst du mir helfen, meine Nüsse zu suchen? Sehr verlockend, Hemi. Sehr verlockend. Aber erstmal möchte ich dir was zeigen. Magst du diesen Keks? Dieser Keks ist Dreck! Er wirft den Keks über die Hecke. Ich mag doch den Keks. Ruhig, ganz ruhig, keine Sorge. Ich weiß, wo wir Kekse herkriegen, die so exquisit sind, dass sie von uniformierten Beamten persönlich ausgeliefert werden. Ihr wisst, wie der Hase läuft, stimmt's? Hemi aber nicht. Brav folgt er dem Meisterdieb in die Siedlung. Und da sind sie schon. Amerikas begehrteste Kekse. Liebesknochen, Minzplättchen, Edgy Badgies und Schmakaronen. Und nun stell dir vor, dass sie alle dir gehören. Hey. Oh, 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 Hamilton. Nicht so voreilig, Freundchen. Ich bewundere deinen Eifer, aber du kannst sie nicht einfach nehmen. Du hast doch gesagt, sie gehören mir. Ja, sicher, aber dazu müssen wir erst deine manische Energie erfolgreich mit meinem brillanten Plan kombinieren. Ist das jetzt klar? Gute Antwort. Also hör zu, Kleiner. Du musst so tun, als wärst du ein böses, menschenfressendes, tollwütiges Eichhörnchen. Kriegst du das hin? Entschuldigung. Ja. Hemi? Also gut, Eichhörnchen sind zwar toll, aber doch nicht wütend, also. Ich hab gesagt tollwütig, nicht wütend. Oh. Hä? Also schön. Zuerst verwuscheln wir mal deine Haare so. Oh, das sieht gut aus, hm? So, jetzt verfilzen wir noch ein bisschen dein Fell. Jetzt der Schwanz. Gib Ruhe. Und ein bisschen aufplüschen. Ach, das wird schon richtig gut. Und jetzt zeig mir deinen wildesten Blick, Junge. Komm schon. Hm? Dieser Blick erschreckt nicht mal einen Floh. Hemi sieht einfach nur zerzaust, aber lieb aus. Oh, oh, ich kann das ABC rülpsen. Hemi! Du musst dich jetzt einfach mal konzentrieren. Hast du verstanden? Ist gut. Danke. Konzentration allein reicht nicht. Richie wühlt in seiner Golftasche, findet eine Sprühflasche mit Rasierschaum. Ah, sehr schön. Und schmiert damit Hemis Maul ein. Fertig. Also komm jetzt. Ich bleib direkt hinter dir. Na los, geh schon. Kusch, kusch. Hemi geht. Die Pfadfinderinnen kommen näher und Richie bleibt im sicheren Versteck. Ich bin ein voll wütendes Eichhörnchen. Ich will meine Kekse! Ich bin so wütend. Ich schäume vor Wut. Vollwutsymptome. Wilder Blick, Schaum vor Mund. Der Rasierschaum bringt's. Ich fresse euch. Fast. Dann bekommt Hemi ein Buch an den Kopf. Erwischt. Zurück. Und Tränengas ins Gesicht. Richie bleibt in Deckung. Du steckst das weg, du steckst das locker weg. Was ist hier los? Da taucht Vern neben ihm auf. Ist das Hemi? Alles unter Kontrolle. Geh wieder zurück. Das nennst du unter Kontrolle? Er wird angegriffen. Er arbeitet. Ich komme, Hemi. Vern flitzt los. Was machst du denn? Pass auf! Eine Straßenkehrmaschine saugt ihn ein und spuckt ihn hinten wieder raus. Er fliegt durch die Luft, verliert seinen Panzer und landet im Gesicht des einen Mädels. Er rutscht und plumpst auf die Straße, sein nackter Po ragt in die Luft. Wie geht's? Das ist zu viel für die beiden, sie hauen ab. Ich halte das nicht aus, oh mein Gott, ist das grässlich! Vern, das war großartig. Mein Freund, du bist ein Naturtalent. Oder sollte ich lieber sagen, so wie die Natur dich erschaffen hat? Schnell sucht Vern seinen Panzer, während Richie mit Hemi und dem Leiterwagen verschwinden. Hemi, und du? Warst echt hammermäßig. Du hast sogar mir Angst eingejagt.
Ich wollte dir schon selber eins mit dem Buch überziehen. Ist doch alles wieder in Ordnung, oder? Na, was auch sonst. Immerhin bist du Happy. Da tauchen die Mädels wieder auf. Diesmal mit ihrer Mutter. Da drüben, da ist es passiert, gleich da vorne. Da hat uns das Eichhörnchen angegriffen und es hatte Tollwut oder sowas. Und dann war da noch so ein ekliges, nacktes Amphibienvieh. Schnell versteckt sich Wörn hinter einem Strauch. Reptil. Ist ja wieder gut, ihr beiden. Geht erstmal ins Haus, esst einen Keks, macht euch den Fernseher an und beruhigt euch. Danke, Mom. Entschuldigen Sie, Janice, habe ich da gerade etwas von einem tollwütigen Eichhörnchen gehört? Gladys Sharp, die Vorsitzende vom Verband der Eigenheimbesitzer, nimmt das nicht so gelassen. Oh, ich glaube, da haben die beiden etwas übertrieben. Ja, aber was, wenn nicht? Was ist, wenn sich hier plötzlich eine Seuche ausbreitet, frei herumlaufende Schädlinge, die Krankheiten verbreiten? Oh, nicht auszumalen, wie das den Wert unseres Eigentums senken würde. Ja, ich habe einen Auflauf im Ofen. Ich muss wieder rein. Von mir aus. Kümmern Sie sich um Ihren Auflauf, während ich mir Sorgen mache, dass es mit der Ruhe in unserer Siedlung bald vorbei sein könnte. Vern ahnt, dass Ärger bevorsteht. Also ab durch die Hecke. Zurück auf die Lichtung. So ist es gut. Hier sind alle schon im Keksrausch. Dieser Karton ist nur für dich, Penny. Oh je, Mini, das ist gut. Kinder, schön aufessen. Was so gut schmeckt, das muss auch gesund für euch sein. Spürst du so ein Summen in deinem Hinterkopf? Ja. Das nennt man Zuckerflash. Der hält die Menschen auf Trab. Deshalb machen sie keinen Winterschlaf. Jetzt probiert nur noch einen Schluck Cola dazu. Dann schafft ihr das, wofür ihr normalerweise den ganzen Sommer braucht, in weniger als einer Woche. Wow, Moment, Himmelhemmi. Du brauchst nun wirklich kein Koffein mehr. Sehr schön. Kommt, Leute, haut rein. Denn das, meine Freunde, ist nur der Anfang. Was? Vern hält sich raus. Er sucht sein Futter auf die herkömmliche Art. Aber die anderen gehen auf Beutezug und werden immer dreister. Die Stachelschweineltern stehlen Würstchen direkt vom Grill. Ihre Sprösslinge klauen einem Jungen sein Computerspiel. Und Stella lässt eine Geburtstagsparty platzen. Das ist eine Nummer zu heftig. Die Beschwerden häufen sich und Gladys Sharp greift zum Telefon. Hallo, ich brauche aus dem Branchenbuch alle Namen und Nummern unter dem Stichwort Kammerjäger. Richie und seine neuen Freunde ahnen nichts von der drohenden Gefahr. Sie machen munter weiter. Der Baumstamm ist schon bis oben hin voll. Auf Richies Liste steht nur noch die blaue Kühlbox. Und die findet er auf dem Dachgepäckträger eines Autos. Natürlich hat Richie schon einen Plan. Alle sind eingeweiht. Nur Vern nicht. Er rennt in die Siedlung. Gefahren. Ach du meine Güte. Meinst du, es ist tot? Oh nein. Ossie liegt bewegungslos auf der Straße. Um ihn herum eine Traube neugieriger Menschen. Wow. Fass es mal an. Darf ich es mal anstupsen? Nein. Diese armen kleinen Geschöpfe. Was ist los? Niemals. Hier ist ein totes Opossum. Debbie, ich kann mich nicht an einen Antrag auf Versammlungserlaubnis erinnern. Sie wissen doch, Gruppen von mehr als einer Person, die... Oh! Timmy, hol die Schaufel aus dem Auto. Timmy darf auf gar keinen Fall zum Auto, denn dort binden die Tiere gerade die Kühlbox los. Schnell gibt Richie Ossie ein Zeichen und das tote Opossum erwacht. Oh, das Licht wird schwächer, die Gliedmaßen werden langsam krank. Jetzt sehe ich einen Tunnel. Ossie taumelt über die Straße, den Blick gen Himmel gerichtet. Oh Mutter, sag nur, bist du das, die mich dort ins Licht winkt? Ich muss ins Licht gehen. Jetzt weiß auch Vern, was dieses Theater zu bedeuten hat. Wütend rennt er zu Richie. Glaub mir, diesmal bist du einen Schritt zu weit gegangen. Lass uns verschwinden und dieses Zeug... Die Kühlbox rutscht vom Auto und landet auf Verns Panzer. Gut gefangen, Vern. Du bist gefährlich und vollkommen wahnsinnig. Musik, ich kehre heim. Leb wohl, du grausame Welt. Noch ein letzter Taumler und sie sinkt zu Boden. Darf ich es jetzt anstupsen? Nein! Na, sehen Sie, genau aus diesem Grund habe ich den Verminator angerufen, damit er sich die Viecher schnappt, bevor ihnen was zustößt. Und da kommt er auch schon angerast. Auf seinem Auto steht ein gewaltiger Plastikmann und drischt mit einem Hammer auf einen Plastikhasen. Los, alle weg hier und zwar sofort! Mein Rücken! Der Mann, der für die Bekämpfung von Schädlingen zuständig ist, steigt aus. Das ist der Verminator. Ich glaube, jemand von Ihnen hat mich angerufen und meinte, es gibt ein tierisches Problem. Vor Ihnen steht der Mann, der dieses Problem lösen kann. Dwayne Lafontaine ist hier. Wo haben Sie bloß gesteckt? Ich gebe morgen eine Willkommensparty für die neuen Nachbarn. Und bis jetzt hat Debbie mit ihrem Wagen mehr von den Viechern platt gemacht als Sie. Immer mit der Ruhe, Schwester.
Ich kann Ihnen persönlich garantieren, dass auf dieser Party nicht eine lebende Kreatur auftauchen wird. Denn der Verminator hat jetzt das Kommando. Lass das liegen! Hört auf damit! Ach, was haben wir denn da? Die Delphis Marsupialus Virginin Anus. Ossi weiß, wann der Vorhang fällt. Sehen Sie genau hin, dann erkennen Sie, dass es atmet. Er beendet seine grandiose Vorführung und rast seinen Freunden hinterher. Erledigen Sie es! Erledigen Sie es! Danke, Sie waren ein tolles Publikum! Oh Mann! Der Verminator schaut den Tieren nach und ein fieses Lächeln huscht über sein Gesicht. Na schön. Womit haben wir es denn hier zu tun? Opossum? Stachelschwein? Stinktier? Waschbär? Eichhörnchen? Amphibie? Reptil. Nein! Reptil. Der Mann kennt sich aus. Aber nur Vern macht sich Sorgen. Alle anderen sind im Siegestaumel. Sie haben die Kühlbox und sie sind entwischt. Das hat Spaß gemacht. Du warst super. Das war mehr als super. Die waren total gefesselt. Du warst spitzmäßig. Ossi ist der Held des Tages. Depp, also auch ich muss zugeben, das war ziemlich gut. Aber wir wollen nicht unseren brillanten Anführer vergessen. Richie. Richie! Richie, komm doch mal mit, wir wollen dir unbedingt was zeigen. Ja, ist gut. Sie führen ihn zu einem Baum mit einem komplett eingerichteten Wohnzimmer. Sieh dir das an! Mit einem Kindersitz als Sofa, mit einem Regenschirm als Dach, mit Bildern, Blumenvasen und noch einigen anderen netten Kleinigkeiten. Dein neues Zuhause. Das ist für mich? Ja, ist das so ähnlich wie das, was du von früher kennst, Richie? Das ist vollkommen anders als das, was ich von früher kenne, Lou. Ist das da meine Tasche? Ja, wir haben sie hergeholt. Ab jetzt musst du nicht mehr in dem alten Baum schlafen. Wirklich? Wow. Richie, weißt du was? Wir haben auch schon den Fernseher angeschlossen. Und den HD-Konverter mit an die Leitung geklemmt. Ja, und wir kriegen über 1000 Kanäle rein. Hier, nimm du die Fernbedienung, bevor mein Dad sie findet. Wow, eine Universalfernbedienung. Das ist nett, Leute. Wirklich sehr nett. Richie schaltet den Fernseher ein. Und jetzt geht es weiter mit Ein Schurke unter uns. Du solltest dich wirklich schämen. Wir nehmen dich in unsere Familie auf und du hintergehst uns. Er zappt schnell weiter. Ich hab dir mein Herz geschenkt, aber du hast es in 1000 Stücke gerissen. Und weiter. Seien wir doch ehrlich, wenn man sich wie ein Drecksack fühlt, dann nur, weil man ein Drecksack ist, oder? Also gib es zu und sprich es laut aus. Ich bin ein Drecksack. Richie spricht es nicht laut aus, aber er fühlt sich schrecklich. Still und heimlich schleicht er sich fort. Wow, 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 Richie, was machst du denn, Mann? Das Ganze geht viel zu weit. Schnapp dir jetzt das Futter und bring es den Bären. Schnapp dir das Futter. Er rennt zum Baumstamm. Wo ist das Futter? Wo ist das Futter? Wo ist das Futter? Das Futter ist auf dem Leiterwagen und den zieht Vern hinüber in einen Garten. Vern, was machst du denn? Ich bringe die Sachen dorthin zurück, wo wir sie herhaben. Was? Wieso? Ganz einfach, weil wir die Menschen verärgert haben. Folglich bringe ich all diese Sachen zurück. Dann haben sie keinen Grund mehr, uns zu töten. Vern, du verstehst das nicht. Wir brauchen das alles. Nein, brauchen wir nicht. Beide zerren am Wagen. Mal rollt er in die eine, mal in die andere Richtung. Jedes Mal rattern die Reifen über eine Kette, die im Boden verankert ist. Die Verankerung löst sich. Die Kette liegt frei und sie führt zu einer Hundehütte. Vern! Dich vorsichtig, sprich leise und folge mir. Was? Behutsam zieht Richie den Wagen zur Hecke. Nein, gib dir keine Mühe. Ich fall nicht noch einmal ich auf deine blöden Tricks rein. Und daher folgt die Strafe jetzt auf dem Fuße. Vern tritt in ein Hundespielzeug. Spielen? Hä? Spielen! Ein Rottweiler stürmt auf Vern zu. Spiel. Nimmt ihn ins Maul und schüttelt ihn hin und her. Richie will sich davon schleichen, da bleibt er an der Schnur einer Puppe hängen. Lass uns spielen! Jetzt hat der Hund einen neuen Spielkameraden. Spielen! Richie flieht und Vern fällt auf den Leiterwagen. Gut gemacht, Vern! Rette die Bressalien! Ich häng den Hund ab! Er rennt um den Wagen herum. Immer im Kreis. Da verheddert sich die Kette. Wagen und Vern sausen nun hinter dem Hund her und der Hund hinter Richie.
Der hat keine Deckung mehr und springt über einen Zaun. Der Hund nimmt den direkten Weg. Da vorne sind ein paar Leute! Wie mit denen! Die Grillparty ist schlagartig zu Ende. Und die Gasflasche des Grills landet auf dem Leiterwagen. Burn! Mach die Kette los! Das geht aber nicht. Die Kette sprüht Funken. Die Funken entzünden die Gasflasche. Der Leiterwagen verwandelt sich in eine Rakete, überholt den Hund. Jetzt reißt die Kette. Der Raketenwagen rast auf Richie zu, nimmt ihn mit an Bord und ab geht's. Senkrecht in den Himmel hinauf. Burn, ich hab dir doch gesagt, du sollst die Kette losmachen! Geistesgegenwärtig öffnet Burn einen Regenschirm, springt vom Raketenwagen und schwebt zur Erde zurück. Richie hinterher. Er klammert sich am Schirm fest, aber all die schönen Sachen, die ihn vor der Rache des Bären retten sollten, sausen ungebremst an ihm vorbei. Die Mülltüten dürfen nicht vor acht an die Straße ge... Die Gasflasche sucht sich ein besonderes Ziel. Sie landet auf Gladys Geländewagen. Die Explosion setzt auch den Regenschirm in Brand. Es geht abwärts. Du bist der Teufel. Sie landen auf der Lichtung. Der leere Leiterwagen folgt. Nein! Oh nein! Burn, alles in Ordnung? Oh, schnell, hilf mir mal! Oh, klar doch, klar! Was ist denn bloß was passiert? War denn los? Es ist weg! Das Futter! Alles weg! Was? Weg? Wieso denn weg? Frag das ihn! Burn? Ich habe es den rechtmäßigen Besitzern zurückgebracht. Was? Wir haben uns voll den Schwanz ausgerissen, verstehst du? Also so richtig. Und das Zeug, das wir gesammelt haben, war total... Du weißt schon. Du bist ein was auch immer. Ja, Vern, was hast du dir dabei gedacht? Der Baumstamm war voll. Voll mit Junkfood. Oh, was willst du damit andeuten? Dass das Futter, das wir auf unsere Art sammeln, nicht so gut ist wie das, was wir auf deine Art sammeln? Eure Art? Du meinst wohl seine Art. Merkt ihr denn nicht, dass Richie euch nur benutzt? Vern, du solltest dich schämen. Das würde Richie niemals tun. Doch, jedes Mal, wenn ich in seine Nähe komme, fängt mein Schwanz an zu zittern. Ach, und sollen wir jetzt etwa alle hungern, nur weil dir ständig der Hintern vibriert? So langsam habe ich das Gefühl, dass dieses Zittern bei dir ein Zeichen von Eifersucht ist. Eifersucht? Auf ihn? Ja, er geht mit offenen Armen in die Zukunft und du hältst uns immer nur zurück. Das stimmt, ich halte euch zurück, damit ihr nicht dabei draufgeht. Vern sieht Richie wütend in die Augen. Dir geht es doch nur darum, sie auszunutzen, weil sie zu dumm und zu naiv sind, um es besser zu wissen. Ich bin nicht dumm, Vern. Okay, also schön, so war das nicht gemeint. Ich meinte ahnungslos. Darüber, wie es dort drüben ist. Seine Freunde drehen ihm den Rücken zu. Kommt schon, Leute, ihr wisst doch, dass ich es nicht so gemeint habe. Fangt nicht so an. Stella? Ozzy? Hammy, du weißt es doch. Hammy. Ich bin nicht dumm, Vern. Vern ist zu weit gegangen. Bitte. In dieser Nacht muss die Schildkröte zum ersten Mal allein schlafen. Gute Nacht, Onkel Richie. Gute Nacht, Kleiner. Aber auch Richie findet keine Ruhe. Es ist Vollmond. Morgen läuft seine Schonfrist ab. Am nächsten Morgen sieht die Welt nicht besser aus. Denn es gibt noch ein Problem. Der Verminator. Damit lässt er schon zurechtstutzen, hä? Er testet seine messerscharfen Fallen, mit denen er den Garten von Gladys bespickt. Ha, hab ich dich! Ist alles vorbereitet? Aber sicher doch. Haben Sie auch das hier mitgebracht, diesen Turbo-Entpelzer? Das Gerät, von dem Sie da sprechen, ist Schmuggelware und es ist in allen Bundesstaaten verboten. Mit Ausnahme von Texas. Selbst wenn man damit die Genfer Konvention verletzen würde, ich will das Ding! Das dachte ich mir schon. Deshalb war ich so frei, es schon mal für Sie zu installieren. Richie bekommt eine Gratis-Vorführung. Vom Baum aus beobachtet er, wie der Verminator einen Stoffteddy in den Garten wirft. Adios, Tierplage. Rote Sensoren leuchten auf. Ein Käfig saust herab und... Der Teddy ist entpelzt. Ach du meine Güte. Richie bekommt Gewissensbisse. Was habe ich nur angerichtet? Vern taucht neben ihm auf. Ich hätte das nicht machen sollen. Was?
Ich hätte das mit dem Futter nicht machen sollen. Ich wollte doch nur, dass alles so wird wie vorher. Weiter nichts. Das war reine Vorsicht. Denn so bin ich nun mal. Behutsam. Und zwar von Natur aus. Es gibt sogar Ecken in meinem Panzer, die ich noch nicht mal kenne. Du bist ganz anders. Du bist cool und verrückt und furchtlos. Ich glaube, Sie haben recht. Ich bin nur eifersüchtig. Vern, echt mal, glaub mir. Auf mich musst du nun wirklich nicht eifersüchtig sein. Das, was du hier hast, ist doch toll. Und du willst nur das Beste für deine Familie. Und ich glaube, ab jetzt bist du das Beste für sie. Was ist mit deinem Schwanz? Ach, mein Kopf sagt, hör auf deinen Schwanz. Mein Schwanz sagt, hör auf deinen Kopf. Und alles, was ich davon habe, sind Magenschmerzen. Deshalb musst du jetzt das Kommando an dich reißen. Du hast ja keine Ahnung, was hier los ist. Ja, aber du schon. Also, wo liegt das Problem? Das hier, Vern, ist das Problem. Siehst du das? Richie will endlich reinen Tisch machen. Er zeigt Vern seine Liste. Das, aha. Warte mal ganz kurz, ja? Aber da tut sich was in der Siedlung. Gladys Sharp bekommt eine Lieferung. Sie, dass die hier eine Party schmeißt? Ja, hier entlang. Gleich rechts sind ein paar Überzieher für ihre Schuhe, damit sie nichts verschmutzen. Alles, was Richie für Vincent braucht, alles, was auf seiner Liste steht, wird dort ins Haus getragen. Ja. Und Richies gute Vorsätze sind erstmal vergessen. Was ist das? Was? Oh, das ist nur... Das ist nur eine Liste. All der Sachen, die du verloren hast, Vern. Wirklich? Na, das ist eine ziemlich lange Liste, wie du siehst. Gute Arbeit. Für so einen kleinen Kerl bist du gut organisiert. Aber ich verrate dir was. Ich weiß, wo so viel Futter ist, dass wir alles in einem Schlag wieder beschaffen können. Großartig. Na dann los. Wo ist das? In diesem Haus. Was? Vor Schreck fällt Vern vom Baum. Sein Panzer bleibt oben. Wozu soll das blöde Ding nochmal gut sein? Wirf ihn einfach runter. Vern gehört jetzt zu Richies Team und mit den anderen versöhnt er sich auch. Tut mir leid. Oh, komm her! Hey! Also schön, lasst uns Kriegsrat halten. Hier ist mein Plan. Aus Blättern und Ästen baut Richie ein Modell von Gladys Garten. Also die Fallen sind hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 ein paar hier, 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 hier und hier, hier, eine große hier und hier und vielleicht noch ein paar hier. Ach, und das ist schon alles? Nein, es gibt überall noch so rote Lichtstrahlen. Alles in Ordnung, Vern? Du bist so grün im Gesicht. Ich war kurz ohnmächtig, aber ich ahne es schon. Es gibt Lichter und Fallen. Ich hoffe, ich mache mir nicht in den Panzer. Also, der Plan besteht aus drei einfachen Schritten. Schritt 1, Beleuchtung ausschalten. Schritt 2, rein ins Haus. Schritt 3, mit bergeweise Futter verduften. Aber das Haus ist die reinste Festung. So hohe Mauern, hermetisch verschlossene Türen. Wie sollen wir da reinkommen? Das Halsband ist der Schlüssel. Das Halsband, mit dem sich die Katzentür öffnen lässt, hat der dicke Kater jedoch um den Hals. Denkst du, dass dir der Kerl das Halsband einfach so gibt? Mir nicht, meine Femme Fatale. Dir schon. Ihr? Mir? Du, Stella, wirst den Kater dazu bringen, dir das Halsband zu geben. Und zwar mit... meinem Gestank? Deinem weiblichen Charme. Hab ich auch gelacht? Hör zu, Waschbär. Möglicherweise beeinträchtigt deine komische Fratze ein bisschen deine Sicht, aber falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich bin ein Stinktier. Äußerlich gesehen mag das stimmen. Aber Richie weiß, wie er Stellas Aussehen verändern kann. Schere. Schere? Hier ist sie. Er schneidet ihr Fell kurz. Kohle. Kohle? Färbt ihren Schwanz schwarz und trifft noch einige Vorsichtsmaßnahmen. Rammspray. Tomatensaft. Korken. Korken? Mag es ja nicht. Ja! Nach dieser Kur sieht Stella tatsächlich wie eine Katze aus. Wie eine bezaubernde Katze. Also Leute, das gibt's doch nicht. Ich bin so richtig sprachlos. Sie ist total... Wow! Was? Miau. Fabelhaft aus. Oh, wie sie aussieht. Wow. Also gut, Leute. Dann mal los. Wir gehen rein. Solange die Fallen des Verminators eingeschaltet sind, kann aber niemand in den Garten. Also wirft Richie seine Angel aus. Also gut, Hemi. Der Haken bleibt am Dach hängen und Hemi balanciert auf dem Seil zum Haus hinüber. Gut. Lauf, 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 lauf. Er rutscht die Regenrinne hinunter. Jetzt ist es nur noch ein kurzer Weg bis zum Sicherungskasten. Aber auch in der Nähe des Hauses gibt es Fallen und Sensoren. Hemi darf sie nicht berühren. Deshalb lenkt ihn Richie mit einem Punktstrahler. Das wäre doch gelacht.
Komm schon, Hemi, jag das hübsche Licht. Ja, so ist es gut. Ja, immer schön hinterher. Sehr gut. Los, fangest du verrückte Nuss. Bingo! Die Fallen und Sensoren sind ausgeschaltet. Okay, Schritt 2. Ich dachte, bis dahin wären wir längst tot. Es läuft also bestens. Jetzt können sie ungehindert in den Garten. Mann, hoffen wir mal, dass der Kater einer von der dämlichen Sorte ist. Tapfer marschiert Stella zum Haus. Die anderen schleichen vorsichtig hinter ihr her. Halt! Wer ist da? Der Kater hat Stella entdeckt. Doch die bekommt keinen Ton raus. Du bist eine Katze! Du bist eine Katze! Du bist eine Katze! Ich meine, ich bin eine Katze. Miau! Ja, sicher. Kusch, mach schon, verschwinde von hier. Mein Frauchen, verteil keine Almosen an irgendwelche Streuner. Irgendwelche Streuner? Na schön, das war's. Stella geht in Stinkbombenstellung. Das Halsband holst dir! Donnerwetter, was hast du für ein schickes Halsband? Huch, nochmal gut gegangen. Darf ich's mir mal ansehen? Nein, 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 komm bloß nicht näher. Verschwinde, du Bazille! Bazille? Bazille? Oh je, Mini, es geht schon wieder los. Okay, jetzt reicht's. Ich habe es satt, dass mich alle immer nur einmal ansehen und dann sofort die Flucht ergreifen, weil sie mich für schmutzig halten. Jetzt sperr mal genau die Ohren auf. Ich habe mich nicht so aufgedonnert und rausgeputzt, damit mir irgendein aufgeblasener, blasierter Fellbeutel erzählt, er wäre zu gut für mich. Ich habe mir sogar meinen Hintern geschminkt, Kumpel. Und das mit dem Korken willst du gar nicht erst wissen. Schluss damit. Noch nie hat jemand mit mir in diesem Ton geredet. Das ist frech. Und das finde ich gut. Also eins kannst du mir glauben, davon habe ich noch mehr auf Lager. Stella hat die erste Hürde geschafft. Du Fellbeutel. Also gut, Leute, ab die Post. Sie lockt den Kater von der Tür weg. Und? Hast du auch einen Namen? Ja, es ist ein persischer Name, denn ich bin ein Perser. Geboren wurde ich als Prinz Tigerius Mahmud Shahbaz. Oh, was für ein Zungenbrecher. Was dagegen, wenn ich dich einfach Tiger nenne? Tiger ist von Stella begeistert. Er zeigt ihr sogar sein Halsband. Ein kurzer Klick, die Tür ist offen. Stellas Freunde sind im Haus und am Kühlschrank. Willkommen im Paradies, Leute. Okay, Leute, alles auf Gefechtsstation. Dann wollen wir mal. Ja, los. Ab geht's. Sie bilden eine Kette. Die Lebensmittel wandern von Pfote zu Pfote durch die Katzentür hinaus zu Hemi, der alles in den Leiterwagen packt. Ja, ich schaff das. Der Kühlschrank ist schon fast leer. Gut, gut, es läuft gut. Einfach großartig. Was ist das? Da schaltet sich die Kaffeemaschine ein. Ohne das würden die Menschen morgens gar nicht aus dem Bett kommen. Ah! Schlaftrunken kommt Gladys die Treppe hinunter. Geht sofort in Deckung! Bewegt euch, na los! Sie merkt nichts, holt eine Tasse aus dem Schrank, gießt sich Kaffee ein und verschwindet wieder. Kommt schnell, wir müssen abhauen, bevor sie nochmal auftaucht. Aber im Schrank, hinter den Tassen, hat Richie etwas entdeckt. Nein, nicht ohne meine Kartoffel lässt sich. Was? Lou, Penny, zurück vor den Fernseher. Heather, du gehst oben auf Beobachtungsposten. Wird gemacht, Richie. Nein, Heather, warte. Ihr Anführer klettert zum Schrank hinauf. Richie, der Wagen ist voll, lass uns jetzt verschwinden. Sofort, Vincent. Dauert nur eine Minute. Vincent? Wo? Wer ist Vincent? Oh, Vern, Vincent. Ach, das war nur eine bärsche Fehlleistung. Falsche, da ist der Bär mit mir durchgegangen. Das wollte ich ursprünglich sagen. Hier ist kein Bär. Aber Gladys. Sie geht zur Treppe. Hm? Heather muss sie aufhalten. Das Licht wird schwächer. Sie bekommt einen Tritt, bleibt reglos liegen. Heather. Und Gladys ruft den Verminator an. Da liegt eine tote weiße Ratte auf meiner Treppe. Heather ist keine Ratte und sie ist nicht tot. Trotzdem wird es jetzt gefährlich. Wir müssen uns beeilen. Wir haben nicht viel Zeit. Aber Richie kommt nicht an die Kartoffelettis ran. Was soll das, Richie? Gar nichts! Vern will ihn runterziehen. Dann lass uns jetzt abhauen. Wir haben alles, was wir brauchen. Nein, noch nicht ganz! Was redest du für einen Blödsinn? Wir haben mehr als genug. Hey, hör zu! Ich habe noch so viel Zeit, um die komplette Wagenladung einem Mordpiste in Bären auszuliefern. Und wenn die Kartoffelettis nicht dabei sind, dann nimmt er mich als Snabbersnack. Also lass meinen Schwanz los! Was? Lass los! Richie will Vern abschütteln, rutscht ab und... Der Krach ist bis nach draußen zu hören. Ich muss wieder los. Wir sehen uns ein andermal. Stella! Stella! Wo willst du hin? Stella! Tiger rast hinter ihr her, hinein ins Haus. Stella! Hör zu, das hat nichts mit dir zu tun. Es würde nur einfach nicht funktionieren, denn ich bin ein... Stella steht vor Gladys. Stinkt ihr!
Ganz genau. Jetzt hat sie nur noch eine Chance. Tut mir leid, das musst du jetzt ertragen. Feuer frei! Stört dich der Gestank gar nicht? Nein, diese Nase wurde so gezüchtet, damit sie schön ist. Riechen kann ich damit nicht. Und kein Geruch kann dich abschrecken? Für Glennis gilt das nicht. Sie ist der Ohnmacht nahe. Schnell zur Tür! Los, 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 los! Lauf! Aber der Fluchtweg wird versperrt. Der Verminator ist da. Jetzt kann die Party steigen! Sein Fangnetz zielt auf Stella. Fliehe, Geliebte! Tiger opfert sich und Vern rennt los. Sie knallen gegen die Terrassentür. Tja, Vern kennt natürlich keine Glastüren. Buenos dias, Reptil. Der Verminator hat gewonnen. Alle werden gefangen und in Käfige gesteckt. Ihr seid verminiert worden. Nur einer nicht. Richie. In dem Durcheinander konnte er sich tatsächlich mit dem vollen Leiterwagen davonschleichen. Den anderen droht ein schreckliches Schicksal. All diese kleinen Plagen werden jetzt auf schnelle und humane Art entsorgt. Nein, nicht auf humane Art! Machen Sie das so bestialisch wie möglich! War mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Lady. Der Verminator verstaut die Käfige in seinem Auto. Was will er denn jetzt mit uns machen, Mama? Ich weiß es nicht, mein Liebling. Ich will noch nicht sterben, Bert. Nicht in Wirklichkeit. Nicht doch, Schätzchen. Uns passiert nichts. Was Richie betrifft, hattest du recht, Vern. Wir hätten auf dich hören sollen. Tut uns leid. Nein. Ich wusste, dass wir ihm nicht trauen dürfen. Und ich habe das trotzdem zugelassen. Ich hätte es besser wissen müssen. Ja, Richie hat sie verraten und im Stich gelassen. Mit dem Leiterwagen marschiert er zum Bärenhügel. Doch er muss gar nicht so weit gehen. Wow! Vincent! Ich war gerade auf dem Weg nach da unten, um dich zu schnappen. Aber dann habe ich eine Pause eingelegt, um mir diese Show anzusehen. Und ich muss sagen, diese ganze Vorstellung war ein richtiges Meisterwerk. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges, Hinterhältiges und Egoistisches gesehen wie das heute. Ein Klassiker, Richie. Du heimst die Beute ein und die müssen den Kopf hinhalten. Wenn du so weitermachst, geht's dir vielleicht irgendwann mal wie mir. Und dann hast du alles, was du willst. Aber das hatte ich doch längst. Was? Die? Der Bär deutet hinunter auf das Auto des Verminators. Was soll das, Theater? Du hast es selbst gesagt. Du bist eine Ein-Mann-Familie. Und daran wird sich auch nie was ändern. Nur so überleben Typen wie du und ich. Auch wenn ein paar solcher Einfallspinsel dabei über die Klinge springen. Pech, so ist das Leben. Glaub mir, du brauchst sie nicht, Mann. Ehrlich gesagt, doch. Und genau jetzt brauchen sie mich. Deshalb brauche ich das. Richie springt auf den Leiterwagen, saust damit den Hügel hinunter, knallt gegen das Auto des Verminators und landet auf der Windschutzscheibe. Dwayne latscht in die Bremse, die Käfige sausen nach vorne. Einer erwischt Dwaynes Kopf. Er ist bewusstlos. Ich habe mich schon wieder im Rücken verrenkt. Alles in Ordnung? Die Käfige sind offen. Jetzt könnten die Tiere fliehen. Aber da sieht Vern den wütenden Bären kommen und Richie hängt immer noch draußen an der Windschutzscheibe. Vern springt auf das Armaturenbrett, um Richie zu warnen. Was sagst du? Teer? Meer? Oh, oh, der Bär! Mit einem Satz landet Vincent auf dem Autodach. Vern rutscht vom Armaturenbrett, knallt gegen das Knie des Verminators, sein Fuß zuckt vor und gibt Gas. Wir haben keinen Fahrer! Wir können fahren! Das ist genauso wie bei Carkiller 3! Was? Die Stachelschweinkinder können tatsächlich fahren. Sie lenken, indem sie über das Lenkrad laufen. Hemi ist an das Navigationsgerät gestoßen. Bitte geben Sie den Zielort ein. Bring uns zu unserer Baumstadt! Ich will wieder nach Hause! Er drückt auf den Knöpfen herum. Sie haben den vorherigen Zielort gewählt. Bei der nächsten Möglichkeit wenden. Geht klar! Ah! Hemi, lass mich rein! Richie zappelt am Außenspiegel. Er versucht, der Bärenpranke auszuweichen.
Hey! Lass mich rein, lass mich rein! Nein! Du ringelschwänziger Scharlatan! Vorsicht! Er will uns doch helfen, jetzt lass ihn schon rein! Nach allem, was er uns angetan hat? Aber er ist zurückgekommen, oder nicht? Er hat uns einen Bären aufgebunden! Ich finde, wir dürfen nicht sein lassen! Hey! Während der Fahrt wird nicht gestritten! Sonst drehen wir um und fahren gleich wieder zurück, habt ihr verstanden? Er hat angefangen. Glaubt mir, er versucht nur uns zu helfen, wirklich. Aber Fern, sonst sagst du doch immer, wir sollen auf deinen Schwanz hören. Aber er zittert ja gar nicht. Oh. Das hättest du auch gleich sagen können. Hey! Ossie macht das Fenster auf. Danke, danke. Richie ist in Sicherheit, denkt er. Und so ein bisschen Blech kann einen Bären nicht aufhalten. Wie eine Sardinenbüchse rollt Vincent das Dach auf. Jetzt bist du geliefert, Richie. Und dann sind deine Freunde dran. Wütend fischt er nach Richie. Hier links abbiegen. Aber die scharfe Kurve schleudert ihn zur Seite. Da gibt's Bonuspunkte. Die Kids steuern auf zwei riesige Reklameluftballons zu. Vincent bleibt in den Schnüren hängen. Die Verankerung reißt. Die Luftballons schweben mit dem Bären davon. Oh! Rekord! Ein neuer Rekord! Nein. Die Freude ist nur kurz. Mit einem Affenzahn rasen sie an einer Baustelle vorbei. Über eine Rampe. Der Wagen hebt ab, fliegt ein Stückchen durch die Luft und kracht ins Haus von Gladys Schwab. Zielort erreicht. Benommen krabbeln die Tiere aus dem demolierten Auto. Kommt weg hier! Wird auch höchste Zeit, denn Dwayne wacht auf. Jetzt nichts wie ab durch die Hecke. Du, Penny, hinterher! Aber hier sind sie auch nicht mehr sicher. Denn die Luftballons mit Vincent kommen angeschwebt. Vorsicht! Tiere rasen zurück, aber auf der anderen Seite werden sie schon erwartet. Der Rasentrümmer, der Rasentrümmer. Sie können sich nur noch in der Hecke verstecken. Eure kleinen Rasenfratzen, ihr widerlichen Kreaturen. Bleibt im Wald, wo ihr hingehört. Achtung. Oh, oh. Die eine Seite wird vom Rasentrümmer zerfetzt, die andere von der Bärenpranke. Ach, ihr wollt eine richtige Party, ja? Von mir aus könnt ihr haben, Leute. Der Verminator sticht mit einem Elektroschocker in die Hecke. Penny, Lou, Achtung! Entdeckung! Das war's! Vern, du bringst alle in Sicherheit. Ich lenke ihn ab. Bist du verrückt? Der bringt dich um. Aber ist nur hinter mir her. Also los, rette deine Familie, Vern. Das habe ich auch vor, aber die ganze Familie. Irgendwas müssen wir doch tun können. Wir haben keine Zeit. Hemi! Aus seiner Golftasche holt Richie einen Energietrank. Der verwandelt Hemi in ein Mach-3-Eichhörnchen. Jetzt, Hemi, los! Los! Mit Überschallgeschwindigkeit rast er zum Sicherungskasten, schaltet die Fallen wieder ein und düst zurück. Für die Sensoren ist er viel zu schnell. Jetzt kommt der zweite Streich. Richie klettert in Verns Panzer und der hängt am Angelhaken. So gerüstet streckt er den Kopf aus der Hecke. Hey, Vincent, du hattest recht. Von Kartoffelettis kann man wirklich niemals genug kriegen. Richie! Vincent springt vor, schnappt sich Richie, aber Vern zieht die Angel ein. Richie fliegt nach oben und der Bär auf die andere Seite der Hecke. Zu Gladys und Dwayne. Das ist doch... Gleich zündet der Turbo-Entpelzer den Turbo. Freuen Sie sich schon mal, das brennt ewig hinterher. Oh nein. Nein. Ja! Funktioniert doch. Der Turbo-Entpelzer brennt so heiß, dass Popcorn aus der Tüte schießt. Komm her, Henny, komm her. Du bist ein Genie, mein Junge. Vern, reparier diesen Panzer bitte nie.
Ja, steht dir ausgezeichnet. Sieh ihn aus. Gib ihn zurück. In der Siedlung ist inzwischen die Polizei eingetroffen. Der völlig zerzauste Vincent darf verreisen. Ab mit dir! Du kommst jetzt in die Rockies, Meister Pets. Gladys hat eine Menge Ärger am Hals. Ist Ihnen klar, dass das ein Turbo in Pelzer ist? Officer, bitte! Das war dieser Verminator! Er hat ihn mir verkauft! Ich habe nichts damit zu tun, glauben Sie mir! Hey, er stand in Ihrem Garten und Ihr Name steht auf dem Vertrag, also erklären Sie das dem Richter! Nein, das ist nicht meine Schuld! Lassen Sie mich los! Hä? Sie können mich nicht verhaften! Der Verminator kann sich zwar verdrücken, aber er landet im falschen Garten. Spielen? Oh nein! Nein, nein! Nein! Ah! Oh, was für ein Showdown! Die Tiere haben gesiegt. Stella bekommt ihr Happy End. Stella! Hier drüben bin ich, Tiger! Oh, Stella! Also so sieht es in einem richtigen Wald aus. Das finde ich gut. Komm mit, mein Großer, ich zeig dir alles. Vern muss erst einmal etwas klarstellen. Wenn du uns gesagt hättest, dass du das ganze Futter brauchst, um einen wütenden Bären zu besänftigen, hätten wir es dir gegeben. Wirklich? Ja. In einer Familie macht man das so. Man sorgt füreinander. Um ehrlich zu sein, ich hatte nie eine. Ich weiß. Aber glaub mir, das ist der Weg zu einem guten Leben. Ich wünschte, du hättest mir das früher gesagt. Ja, die Kommunikation zwischen uns war schlecht. Auch typisch für Familien. Also, was sagst du? Willst du bei uns einsteigen? Natürlich will Richie. Oh, komm her, komm her. Ich wollte das zwar nicht mehr tun, aber okay. Okay. Willkommen in der Familie. Was für eine erste Frühlingswoche, hä? Moment mal, das bedeutet, wir haben nur noch 267 Tage bis zum Winter. Und wir haben bis jetzt noch gar kein Futter. Ja? Hemi? Ich habe den Baumstamm gefüllt. Hä? Seht nur, ich habe meine Nüsse gefunden. Was so ein Energietrank alles bewirkt. Was weißt du? Habe ich auf TNT gesehen, in einer Retrospektive, wisst ihr? Will jemand eine Gummischlange? Ich nehme eine. Das ist das perfekte Futter. Fettarme Kekse, da kann man ja gleich Dreck fressen. Hab ich schon mal. Ich mag keinen Dreck. Der schmeckt wie Dreck. Die Sendung fängt an. Und wir hören auf.